Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma wieder am Start und herzlich willkommen zurück zum zweiten Super Bomberman A Online Part. Und ich habe mir schon eine passende Lobby rausgesucht und zwar kämpfe ich jetzt gegen jemanden, der sich nur A nennt. Okay. Und ich bin mittlerweile schon in der Champ Liga, in der zweithöchsten. Ich wollte das eigentlich im Video zeigen, wie man aufsteigt und so, aber leider ist es dann schon passiert in einem Aufwärmmatch. Und naja, jetzt bin ich eben schon in der Champ Liga, aber noch nicht so lange. Und genau. Ach, jetzt joint doch noch jemand. Ja gut, ich hole euch gleich rein, wenn der Kampf beginnt. So, und da haben wir doch noch eine volle Lobby mit Nadia und Rogibär. Alles klar. Und jetzt müsste es dann auch losgehen. Und ich sehe auch, dass die anderen alle in der Babyliga B sind, also in der schwächsten Liga. Aber das hat eigentlich nichts zu sagen, weil man steigt eigentlich nur auf, wenn man wirklich, ja, ich würde sagen, sehr, sehr gut ist. Und ansonsten bleibt man halt sehr, sehr lange in einer unteren Liga, ne? Aber wenn man wirklich gut ist und aufsteigt, dann steigt man auch konstant auf. So ist zumindest meine Erfahrung. Und wir haben hier diese klassische Map mal wieder. Ich bin auch gespannt, ob wir nachher dann noch eine andere Map kriegen, ne? Im letzten Part hatten wir, glaube ich, diese Magma-Map, die klassische Map und einmal die Labyrinth-Map. Da habe ich kurz nochmal in meinen ersten Online-Part geguckt. Yep. Und genau. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie oft so ein Online-Part kommt, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall noch einen Liga-Part machen und dann auch den ersten Online-Part mit euch. Und zwar werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich mein Discord dafür einfach nutze, ne? Wenn ich sage auf Discord, dass ich aufnehmen will, ja, dann schaue ich, ob da eben ein paar Leute drin sind, die auch dabei sein wollen mit dem Kampf. Und ich denke, das ist dann am schlauesten so gelöst. Genau. Wer noch nicht weiß, was Discord ist oder so, das ist so eine Art Skype und TS, nur in gut. Und das nutzen auch inzwischen relativ viele. Und auch ich habe einen Discord-Server. Ich werde den in der Videobeschreibung verlinken und da könnt ihr mir joinen, ne? Auch wenn ihr jetzt kein Bomberman A spielt, ne? Aber wenn ihr Bomberman A spielt und mit mir spielen wollt, dann, ja, geht auf jeden Fall auf den Discord-Server drauf und da könnt ihr dann auch euren Freundescode teilen und mich dann auch adden. Und genau, ich werde das auch erst so machen, dass ich erstmal nur die Leute adde, die halt wirklich Bomberman A haben und dann das gleiche nochmal bei Mario Kart, ne? Und dann, genau, bei Splatoon werde ich es dann wahrscheinlich für alle zugänglich machen, für jeden, der halt gerade da ist, ne? Auch wenn ich dann wieder die ganze Zeit Freunde löschen muss und wieder neu annehmen muss und so weiter. Ach, das wird lustig. Aber aktuell bin ich ganz froh, dass noch nicht so viele anfangen herrscht. Zumindest noch nicht so viele vor Moment A haben, ne? Genau. Und ich denke, so ist es dann ganz cool, wenn ich das so mache. Und jawohl. Ich hoffe, der Einladungslink, der hält dann auch für die Ewigkeit, ne? Ich hatte das ja schon mal gemacht, aber der ist dann relativ schnell abgelaufen. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin. So. Und wer ist drin? Die Nadia. Okay. Müssen wir schauen, ob es klappt. Ob wir sie jetzt besiegen. Oder ihn, man weiß ja nie, ne? Nee, ich meine, es wird schon eine sie sein. Okay. Ja, Problem ist, wenn eine Person hier passiv spielt, dann muss man eigentlich warten, bis tatsächlich diese tödlichen Blöcke kommen. Ja. Ich schau mal, was für Items ich habe. Also ich kann kicken, ich kann werfen und fisten kann ich auch. Also ich kann alles. Okay, gut. Ja, dann können wir schon mal Druck aufbauen, indem wir einfach schmeißen. Ne? Und meistens kratzt derjenige dann schon ab. Ne? Ich hoffe es zumindest. So. Ja, ja, jetzt ist er schon unter Stress. So, jetzt machen wir noch so. Okay. So, so. Gut. Und ja, der überlebt aber lange. Ach komm, der macht ja gar nichts. Ich hasse das. So. So, jetzt müsste ich ihn haben. Ja, perfekt. Jetzt habe ich ihn eingesperrt. Und da konnte er auch gar nicht mehr entkommen. Außer er hätte, ja, gefistet, ne? Aber ich glaube, er hatte diese Fähigkeit nicht. Und von daher habe ich diesen Punkt bekommen. Gut. Ich denke mal, auch in den Kämpfen, wo ich mit euch spiele, werde ich den Timer nicht auf 3 Minuten stellen, sondern nur auf 2 Minuten, damit die tödlichen Blöcke einfach viel schneller runterkommen. Ne? Aber mal schauen, mal schauen. Ich werde das wahrscheinlich variieren, ja. Ich werde jetzt halt hier keine festen Regeln machen für Online-Kämpfe mit euch, ne? So. Und ich habe den Handschuh. Das bedeutet, ich kann rüberschmeißen und vielleicht schon einen frühen Kill erzielen gegen die A. Aber ich glaube, da ist zu spät. Ne, sie ist tot, sie ist tot. Okay. Und die Nadia, die ist AFK. Ja.
die hat wahrscheinlich gesagt, ja, gegen den Blues zu. Gegen den habe ich keine Chance. Ne? Und da gebe ich lieber auf. Und, oder vielleicht hat sie sogar disconnected. Wer weiß. Und ich habe zweimal gewonnen. Sehr gut. Das freut mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Kampf. Und genau, ich habe 130 Punkte bekommen. Ja, und nicht nur 100. Und deswegen bin ich aufgestiegen. Verdammt, ich wollte das eigentlich zeigen, wie man aufsteigt. Aber bei der nächsten Liga dann. Bei Champion A, genau. Okay, und da spielen wir gegen den Jonah. Ein Abonnent von mir. Genau. Und wir gehen zur Arena. Und ich bin gespannt, was für eine Arena wir bekommen. Wir bekommen die... Eine neue? Ich weiß jetzt immer noch nicht genau auswendig, wie viele es gibt. Aber es ist auf jeden Fall eine neue. Ich glaube 8. Ich bin mir nicht sicher. Okay, oder 12. Okay. Here we go. Auf jeden Fall kann man sich im Freundesraum auch noch welche kaufen. Ne? Das werde ich auch tun. Und genau. Ja, dann werden wir auf jeder Map auf jeden Fall unseren Spaß haben. Ne? So. Perfekt. So, die Kickbomben kann man so gut timen, dass die Blöcke da zerstört werden in der Mitte. Aber das ist... nicht leicht, das muss ich selber nochmal üben. Das mache ich am besten mal im Story-Modus und dann, wenn ich herausgefunden habe, wie das funktioniert, dann werde ich auch euch darüber aufklären. Wobei das schon eine Technik ist, die, ja, nicht so leicht ist, ne? Aber okay. Gut, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Tutorial-Video, ne? Habe ich auf jeden Fall vor eigentlich, aber mal schauen. Gut, so. Wir haben den Jonah jetzt einmal schon recht schnell rausgehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein schneller Kill von mir einfach war oder einfach nur ein Fehler von ihm. Aber wir werden es wohl nicht mehr herausfinden. Beziehungsweise, ja doch, im Video. Wir haben ja den Videobeweis, ne? So. Okay. Und ja, hier auf dem Eis rutscht man, wie ihr schon erkannt habt, auch wie im Story-Modus. Ja, genau. So lange, bis es halt wieder zu einer, ja, festen Fläche kommt. Zu einer trockenen Fläche, sag ich jetzt mal. Genau. So. Und auch wenn wir eine Kickbombe kicken, dann bleiben wir stehen. Das ist interessant. Okay. So, ja, ich glaube, ich hau mal die Blöcke weg. Und sammle ein paar Items. Weil gerade bei zwei Spielern ist es immer schwierig. Okay. Den Gegner rauszukicken mit wenigen Items, aber gut, wenn sich Jonah natürlich selbst rauskickt, dann habe ich natürlich nichts dagegen. Okay, ja. Vielleicht war das die Map, vielleicht die Aufregung. Ne? Ich habe aber nicht gesagt, dass ich aufnehme, von daher... wird es wohl nicht die Aufregung gewesen sein. Aber wir sehen uns dann im nächsten Kampf und wir kriegen in der Champion Liga noch mehr Juwelen. Das heißt, ich kann noch schneller mir Sachen freikaufen. Und ich glaube, den Shop, den zeige ich dann am Anfang vom nächsten Part, weil ich habe es jetzt schon wieder verkackt, ihn zu zeigen, aber egal. Okay, und da haben wir jetzt einen vollen Raum mit dem SH-Mann, okay, mit Death Terran und mit Nachthara 12. Ich weiß nicht, ob das Deutsche sind. Also ich habe immer noch eingestellt, dass ich nur gegen Deutsche antrete, beziehungsweise mit Leuten, die aus meinem Land kommen. Aber wenn die anderen das nicht eingestellt haben, dann kann es natürlich sein, dass das auch nicht Deutsche sind. Aber bei Nachthara 12 gehe ich mal davon aus. Und bei den anderen weiß ich nicht. Und einer ist jetzt rausgegangen. Böse. Und dann dauert es eben noch 12 Sekunden, aber die Zeit läuft ja relativ schnell runter. Vielleicht kommt noch einer, ne? Wer weiß, aber ich glaube nicht, ne. Wenn einer rausgeht, dann bleibt er in der Regel auch draußen. So, okay. Vielleicht hat er mich gesehen und hat gedacht, ne, ich will aufsteigen, ne? Aber der gewinnt doch eh, steige ich nicht auf. Wer weiß. Aber jetzt geht's auf jeden Fall los und mal schauen, was die beiden so drauf haben und wir sind in dieser Map. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber auf jeden Fall kann man da unten Bomben platzieren und die sieht man dann so leicht verdeckt. Ne? Aber man sieht sie auf jeden Fall. Wichtig ist, dass man hier ja nicht drüber schmeißen kann über dieses Gebäude mit einem Handschuh oder mit einer Faust. Ne? Genau. Und ansonsten, ups. Auch wenn man von der Seite reinwirft, mit der Rachefunktion, dann, ja, prallt die Bombe da auch ab. Vielleicht sehen wir das ja aber auch noch. Und, genau. So, und, ach scheiße, ich dachte, ich hätte Kickbomben. Ja gut, ich wollte das nur zeigen, dass es hier die Bomben so abprallen, ne, und nicht weit genug laufen, geworfen werden. Aber egal, okay. Gut, ja, vielleicht kriegen wir jetzt noch einen raus. Ne? Aber, ja, wenn sich der gute SH-Mann
selber umbringt, dann wird das nichts. Vielleicht teamen die auch, ja? Ne? Ne, ich glaube nicht, dass sie teamen, aber egal. So. Das Ganze kann ich einfach verhindern, indem ich nicht mehr rausfliege, ne? Aber, ja, man verliert auch schon ab und zu mal den Überblick von Items, die man hat. Gerade weil es eben drei besondere Items gibt, ne? Nämlich den Handschuh, die Kickbomben und den Boxhandschuh. You know. Und da verliert man relativ schnell den Überblick. Und bei dem anderen, ja, da ist es nicht unbedingt wichtig zu wissen, wie viel man hat, ne? Genau. So. Wobei das natürlich auch ein Vorteil ist. Okay. Ich bin auch gespannt, ob meine Videos vielleicht so ein bisschen meine, so eine Art Tutorial auch geben, ne? Wie man gut spielt, ne? Da brauche ich eigentlich gar kein Tutorial machen! Und das war verdammt gefährlich. Ich wäre nämlich auch fast rausgeflogen dabei. Aber zum Glück, ja, sind die anderen noch vorher rausgeflogen. Genau. Die Bomben explodieren nämlich nicht alle gleichzeitig, sondern, naja, wenn hintereinander. Wie kann ich das jetzt erklären? Ja. Ja, erst explodiert die eine Bombe und dann, selbst wenn die eine Bombe mitnimmt, die explodiert dann so gesehen etwas später. Genau. So, hier die zweite Bombe explodiert etwas später, genau. Aber nicht viel, aber so viel, dass es eben ausreicht, dass man den Unterschied bemerkt. Und ja. Ach, Fleck! Okay. Jetzt bringt er sich wahrscheinlich wieder selbst um. Der Saman. Und ja, dann habe ich ein Problem, wenn er das tut. Ich versuche mal auf nach Tara zu gehen. Aber andererseits, wenn ich den roten rauskicke, ne, dann komme ich auch wieder rein. Das wäre auch ganz gut. Scheiße. Warum war die Rage von dem Range von der einen Bombe nicht so hoch? Dann wäre ich reingekommen. Aber egal. So. Genau. Bei der Rachefunktion ist wichtig, ich muss diejenige Person mit meiner Bombe gekillt haben. Und was ist das für eine? Mann. Aber hätte ich da jetzt halt reingeschmissen noch? Dann wäre das als mein Kill gegolten. Und dann wäre ich wieder reingekommen und hätte wieder die Chance gehabt, gegen Nachtara zu spielen. Beziehungsweise gegen den Roten. Genau. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch gewonnen. Aber so ist gut, ne? So ist auch gut. Und wir sehen uns dann noch im nächsten Kampf. Genau, einen machen wir noch. Okay, und da sind wir wieder. Und wir kämpfen gegen Nachtara, gegen Run oder Rand. Und dann gegen Lokido. Alles klar. So. Ich habe gerade die ersten Leute auf Discord angeschrieben, damit die nächste Aufnahme oder die übernächste Aufnahme direkt eine ja, Abonnentenaufnahme ist. Jawohl. Und ich glaube, der nächste Part wird nochmal ein neuer Part. Genau. So. Gut. Take this. Okay. Ja, der Schwarze, der sagt immer so solche Sachen, ne? Take this. Okay. Und Nachtara ist draußen. Und ich brauche was zum Kicken, das wäre ganz gut. Wobei ich jetzt diese Wasserbomben habe, die sind ultra gefährlich. Wenn man die kickt, dann, ja, dann muss man wirklich aufpassen. So, Bomben. Gut, habe ich überhaupt was zu kicken? Dann wäre auf jeden Fall das Kickbomben-Item. Das wäre doch ganz toll. Genau, das ist nämlich auch mein Lieblings-Item, sozusagen. Okay, da kicken wir mal mit der Wasserbombe rum. Und ja, vielleicht bringen wir den ja so durcheinander, dass er stirbt. Ja, oder auch nicht. So. Und das ist gefährlich, was ich mache. Okay, das war sehr, sehr gefährlich, was ich gemacht habe. Okay. So. Und der Handschuh. Okay. Ach, scheiße, geh weg. Okay. Keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. So, die Wasserbomben sind echt gefährlich. Mit denen kann ich auch nicht wirklich umgehen. Sollte die. Beim nächsten Mal nicht einsammeln und wir haben einen Unentschieden erreicht. Okay. Schade. Verdammt. Okay. Dann geht's eben. Okay. Auf okay. In Runde 2. Es ist gerade nichts passiert. Ne? Wir fangen quasi neu an. Genau. Ein Unentschieden haben die einprogrammiert, dass man quasi sich nicht absprechen kann. Ne? Beziehungsweise, ja, bis zum Ende stehen bleiben kann oder dass halt beide einen Punkt kriegen, ne? Das gibt's hier nicht. Nee. Okay. So. Ja, den Geist hätte ich gern, aber krieg ich leider nicht. So. Und scheiße, hab ich Kickbomben?
Ja, ich habe Kickbomben. Ja, seht ihr? Seht ihr? Es ist echt schwierig, manchmal zu wissen, was für Items man gerade hat. Aber ich habe Kickbomben, das ist gut. Aber nur eine Bombe, das ist nicht so gut. So, und die Wasserbomben lasse ich mal sein. Oder, ja, ich nehme sie mal. Ne? Weil die gibt es ja eh nur in dieser Map. Von daher sollte ich die auch mal nehmen. Ne? Nee. Für die Abwechslung und den Rollschuh, den nehmen wir natürlich. Bisschen Geschwindigkeit schadet ja nicht. Und wir können fisten. Oder auch nicht. Naja, doch. Okay. So. Und dann schauen wir, dass wir die ran. Geh mal davon aus, dass die weiblich ist, dass wir die rauskicken. Aber vielleicht gibt es auch den Namen Ran als Mann. Wer weiß, ne? Ich kenne jetzt nur die Ran aus der Kid Conan. Und er oder sie ist auf jeden Fall draußen. Time to go home and get some sleep. Sehr, sehr gut. Okay. So, dann fehlt uns noch ein Stern. Und ich hoffe, den kriegen wir auch. Here we go. Okay, here we go. Jawohl. So. Und dann haben wir den Geist. Gut. Und wir können fisten. Das heißt, wir können eventuell einen schnellen Kill kriegen. Ne? Ja, ja. Das ist sehr gemein. Wenn man ein bisschen wartet, bis die Bombe quasi explodiert ist, ne? Oder kurz bevor sie explodiert, sie rüberschmeißen, dann überrascht man den Gegner in der Regel immer. Und dann fliegt er sehr oft raus. Ich muss aufpassen, weil der will sich natürlich rächen. Ne? Oh, shit. Genau, damit müsst ihr rechnen, wenn ihr jemanden mit so einer Art rauskickt, ja, dass er dann auf euch geht. Aber er kriegt mich nicht, nee. Keine Sorge. So. Und ich glaube, er hat auch aufgegeben. Der Schwarze ist draußen. Sehr gut. Und, na, das reicht nicht. Und das vielleicht, ja, das reicht, das reicht, das reicht. Und, ach scheiße, aber das war die gelbe Bombe. Das heißt, er ist wieder drin. Okay. Ich hoffe, der kickt sich schnell wieder selbst los. Mal gucken. Ja, gut, da wäre eigentlich noch ein Locker reingekommen. Aber er hat es nicht geschafft. Schade. Aber okay, gut. Damit endet dieser Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Blueyx2 und ciao.